Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich in diesem Theater. So schnell sehen wir uns wieder, ne? Ja, aber wirklich. Ja, also ich fange mal ganz von vorne an. Die Ille hat mir vor 3 Tagen gesagt, am Donnerstag oder beziehungsweise am Freitag kommt ein Paket. Sie weiß nicht so genau von wem und ich soll es erraten, von wem es ist. Ja, gesagt. Jetzt hast du den großen Karton gar nicht hier, ne, um zu zeigen, wie groß der Paket war. Ja, ich kann ihn ja holen. Mach mal. Ich kann ja nicht. Mach mal. Ja, ich habe ihm nicht ein paar Sachen bestellt. Und sie wusste es nicht. Und ich habe gesagt, na, jetzt kommt mich ein Paket und sie soll erraten, von wem die Sachen wohl sind. Und jedenfalls kam dieses Riesenpaket, dieser Riesenkarton heute an. Also der ist nun wirklich riesig, ne? Also, ja, hat sie erstmal geschluckt. Naja, vorweg muss man noch sagen. Ich war unten im Garten und hatte unsere Gartenmöbel abgedeckt mit der Plane, die wir ja bei Action gekauft hatten. Und als ich dann wieder hochkam, nach getaner Arbeit, kam mir der Postbote entgegen. Der war aber heute Morgen schon einmal da. Der Paketmann. Da bin ich nur gewundert. Hä? Naja gut, okay, wird jemand anders sein. Ne? Und dann komme ich dann hier rein und dann steht dieses Riesenpaket da. Ja, es ist heute schon gekommen, sagt Ille. Erstmal war ich ein bisschen, pikiert. Ne? Denn vor allen Dingen so ein Riesenpaket, und wer soll mir sowas schenken? Kann eigentlich gar nicht sein. Also ist irgendwie was verkehrt gelaufen oder was, weiß ich nicht. Ja, dann sagt Ille, dann pack doch mal aus. Ja. Aber hatte ihr immer noch nicht gesagt, von wem die Sachen sind? Nee. Ich habe die ganze Zeit auch mal gegrübelt, von wem kann das denn sein? Also so ein Paket. Also ich meine, so kleine Pakete, okay, aber so ein Riesenpaket. Nee, naja, dann sagst du dann, mach mal auf. Ja, ich begann es aufzumachen. Als ich dann es aufgeschnitten hatte, kam mir dieses Kissen gegeben. Umdrehen. Ja. Umdrehen? Ja. Ach so, okay, ja. Ich habe es erstmal nur so gesehen. Ich habe nur gesagt, ach, das hat irgend... Ich habe es erstmal nur so, habe ich es erstmal gesehen. So. Und dann habe ich gedacht, das sieht irgendwie nach Wasser aus. Ja, sieht nach Wasser aus. Und dann sagte er, dreh doch mal das Kissen um. Ja. Ein bisschen schwierig. Da draußen für deinen Stuhl. Für meinen Stuhl, ja. Warte mal, ich muss mich mal drauf. Kartonstuhl. Das ist schön, echt bequem, ne? Also, wenn du dann gegen diese hier siehst. Vor allen Dingen sitze ich schön hoch jetzt. Ja, du bist ja ein bisschen noch größer wie ich. Ja, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, wenn ich dann den Leuchtturm painte, sitze ich ein bisschen höher. So sitze ich immer so. Ja! So hoch ist das Kissen ja nun auch nicht. Also sitze ich gut. Ich bleibe auch gleich drauf sitzen. Ja, und dann ging es weiter. Was war denn dann das nächste? Das nächste war dann... Nee, das. Ja, okay, das. Das. Und zwar einen Rettungsring, um an die Wand zu hängen. Ach so, da muss ich noch vorweg noch was sagen. Als wir... Oh, das ist aber doch stabil, das ist nicht hohl. Nein, ist nicht hohl. Als wir, die Tage, den Leuchtturm mit gestern, gestern, da sagte Ille zu mir, ja, du müsstest dir ja eigentlich mal so eine Medi... Maritime. Eine maritime Ecke machen. Aber das hast du schon irgendwie länger, wie hast du das gestern gesagt? Ja, gestern gesagt. Nee, oder vorgestern? Nee, gestern. Naja, okay. Habe ich so gedacht. Ich hatte auch schon so im Kopf, so irgendwo, wo stellst du was hin und wie machst du das? Und na, egal. Ja. Jedenfalls im Nachhinein weiß ich warum. Ach und na gut. Auf jeden Fall dieser Rettungsring, der kann denn an die. Ich weiß, wir wissen auch schon, wo das alles hinkommt.
Bis auf den Sitz, der sitze ich natürlich drauf. Ja, dann ging es weiter. Dann kam mein nächster. Du wolltest eben noch was erzählen. Ach so, ja. Ja, das habe ich doch jetzt erzählt. Nee, ach so, hab ich gedacht, da kam mit, jetzt mit der maritimen Ecke. Ja, ja. Ja, und das andere kommt ja denn noch. Ja, wegen dem, bestimmt wegen dem Leuchtturm, ne? Ja. Den ja paintest. Ja, den ich painte, ja. Genau, da. Ach so, verkehrt rum. Dann war in dem großen Paket, die waren natürlich alles einzeln eingepackt. Und dann unbezahlte Werbung. Kam selbst gekauft. Diese Lampe zum Vorschein. Ich habe also auch schon eine Glühlampe da drin. Sie funktioniert. So ist das auch richtig so. So, genau. So, ja, ja. Genau so. Funktioniert auch. Und zwar bin ich dann, hatte Ilim auch die Tage irgendwann mal mir gezeigt, guck mal, wie findest du die Lampe? Ich habe gesehen bei 5 vor 12, der mit der Leberzirrhose, der hatte das im Hintergrund so eine ähnliche mit dem Anker zu stehen. Dann habe ich zu ihm gesagt, guck mal, wie findest du die Lampe? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Lampe und dann habe ich halt die Seite gefunden, wo die Sachen alle gab. Und die waren gerade alle runtergesetzt. Komisch, oder? Ja, ja. Also eine Lampe, sie funktioniert also auch, es ist alles, das Kabel sieht aus wie Tau? Wie ein Seil. Ja, genau. Wie ein Seil, ja. Da haben wir auch schon geguckt, wo wir sie hinstellen werden, wenn es denn fertig gestanden steht. Da geht es natürlich nicht. Nee, natürlich, aber hier Ein- und Aussteiger. Und die ist gerade runtergesetzt von, ich glaube, 49 Euro auf 19 Euro. Also ich habe wirklich einen Schnapper gemacht. Müsst ihr mal gucken, die Seite heißt Schneider. Vielleicht, wenn ich dran denke, werde ich es euch verlinken, also unbezahlte Werbung. Und ja, da habe ich mich natürlich gefreut, ne? Dass ich also, da so einen Schnapper mache. Also eine Lampe mit Anker. Ja. So, dann geht's weiter. Es ist noch nicht vorbei. Die waren alle, was ich jetzt hier gucke, war alle im Angebot, ne? Also ich sage euch dann gleich, was ich insgesamt ausgegeben habe für meine Frau. Für meine Frau ist mir nicht so teuer. So, und dann war diese Hinweisschilder. Wegweiser. Hinweiser, ja. Wegweiser. Wegweiser. Lieblingsplatz, Traumstand, Strand, Meeresrauschen, Beachbar, Sonnenuntergang, Strandhaus, Nummer 354. Dann müsste eigentlich stehen, Strandbude 10. 20. 10 ist Heike. Ach ja, 10 ist, ach ja, stimmt, 10 ist Heike, genau. Ja, also Strandbude 20, genau. Wo habe ich meinen Becher? Nee, da habe ich gerade nicht drauf. So, den kommt also auch, passt alles wunderbar. So, jetzt geht's weiter. Ist noch nicht Schluss. Dann. Oh, mir putzt ich. Okay. Dann hat sie mir diesen Wohnwagen mitgenommen. Passen wir zwei nicht rein, leider, aber ein das Vogelhaus. Ist ein Vogelhaus, genau. Die Vögel können leider bei uns nicht auf den Balkon, weil das vergittert ist, ne, eingezäunt, vernetzt ist, genau. Kann man Katzenfutter reintun? Hinten ist Katzenfutter. Vogelfutter. Hier kann man denn auch. Da kannst du das Futter reintun. Da hinten kannst du wohl. Ja. Da kannst du das Futter reintun. Ja. Aber wie gesagt, dann tun wir eben Katzenfutter rein und dann holen die sich das auch. Katzenfutter. Holen die sich das auch aus, die Katzen. Nein. Da muss ich noch einen schönen Platz. Vielleicht hänge ich jetzt, bohre ich dann mal wieder einen Haken. Oder vielleicht nehme ich dann mal die Lampe dann für den Herbst oder so. Ja, oder wir machen hier so einen Haken dran und hängen jetzt an einer Wand. Oder so. Lasst euch mal überraschen. Wir werden, die Omi wird schon was Schönes ausrichten. Die wird schon richten. So, ist noch nicht alles. Nee. Geht doch weiter. Dann hat sie... Hier, erstmal die. Geschirrtücher. Ich werde die nicht als Geschirrtücher benutzen. Das ist mir viel zu schade. So rum sind die Anker. Sehr schön.
Das werde ich als Tischdecke nehmen. Für meinen kleinen Tisch da. Ja, genau. Okay. Und wenn der schmuddelig ist? Das müsste ja... Nee, es ist alles waschbar. Ja. Muss ja auch sein. Ja. So, und den Anker etwas größer. Zweimal. Das ist schön. Ja. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich kam aus dem Staunen ja nicht mehr raus. Nein. Wo hätten wir eigentlich filmen, weil der Akku war leer. Ja. Ja, gut, ich schaue nicht immer noch. So, es ist noch nicht vorbei. Es ist immer noch nicht vorbei. Dann. Viele Schiffe. Die werden beleuchtet mit Solar. Hier ist die Solarlampe, also beziehungsweise der Empfänger. Und hier sind lauter kleine LEDs drin. Und dazu gehört dann auch, Moment, wo habe ich das? Wo habe ich das hingelegt? Die Stöcker? Irgendwo habe ich die Stöcker hingelegt. Jetzt sieht das wieder letzte. Irgendwo habe ich doch die Stöcker hingelegt. Der auf der Couch? Nee. Habe ich die vielleicht in die Einpackung? Ich finde sie schon. Hier nicht. Mucke, liest du auf die Stöcker drauf? Nee. Liest du nicht drauf. Also, kurz, da sind also Stöcker dabei. Ich hab eben schon auf dem Balkon geguckt. Also die kann man hier so unten so reinstecken. So schwarze Stöcker sind das. Ich werde sie schon finden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie hingelegt. Egal. Das ist so, das ist für typisch für. Das ist typisch. Aber ich glaube, wir. Was? Ich weiß nicht, ich glaube, wir. Vielleicht unter meinem. Unter Schalter? Ja! Bei uns ist momentan jeder vergisst hier was, echt? Ja! Ja, da kann ich es natürlich auch nicht sehen. Also, das ist so. Ein Stab ist das. Ein Stab, genau. Man kann ihn dann hier so. Naja, also bitte, ja. Also bitte? Oder musst du den vielleicht nur. Nee. Ist doch, was hast du denn? Ach so. Ja, jedenfalls, und dann so viele dabei und man kann die dann irgendwie so reinstecken. Ein Schiff wird kommen. Ja, und dann? Das hat gesungen? Lolita? Nee. Lala Andersen? Ja, irgendwie so. Oder, nee, Lolita, Lala hat es genug. Also ich habe schon überlegt, ich werde die da reinmachen, hier in unseren Zaun. Ja, mach mal. Du lass es dir überlassen, wie du das machst. Wenn das dann fertig ist, dann zeigen wir es euch. Ey, das ist Wahnsinn. Ich werde euch gleich die Preise nennen, ne? Also, aber das werdet ihr nicht glauben. Möchtest du die Rechnung haben? Nö, nee, ich wüsste eigentlich auch nicht. Was hast du im Kopf? Ja. Ich mach mal eben mal den mal aus. Mach mal. Den mal aus. Oder bringst du die Rechnung doch? Dann bring ich doch. Mach doch mal die Rechnung. Ja. Mach doch mal. So. Okay, jetzt hole ich auf die Rechnung. Also wirklich, wirklich ein Schnapper gemacht, ne? Und die Omi hat sich so gefreut. Wirklich. Also, das ist ja richtig. Ich hab gedacht, das ist wohl, aber nö. Das ist massiv, ne? Ist doch schön, wenn das so bei ihr. Wir haben sie so gedacht, wie sie, dann kommt der Leuchtturm, wenn sie den fertig gepaintet hat. Und dann da so an die weiße Wand. Sie hat ja noch eine weiße Wand. Na, so. Boah. So, bitteschön. Danke schön. Und zwar nennt sich die Seite Schneider. www.schneider.de. Unbezahlte Werbung, ja, also alles selbst gekauft und selbst bezahlt. Also ich kann euch sagen, die Tischleuchte, also die Lampe kam jetzt 19,80 Euro, also 20 Euro, ne, ich runde mal auf, 20 Euro. Das Wandobjektschild, das kam jetzt 15 Euro. Ja, also der Wegweiser. Der Wegweiser, der wo es lang geht. Das Solarleuchtenset fünfteilig kam jetzt 10 Euro. Also, ne? Also, das war alles runtergesetzt. Das Vogelhaus, das kam
12 Euro, glaube ich. Ja. Also ich kann auch, weil ich muss ja die Mehrwertsteuer noch darauf rechnen, ne? Ja. So, der Anker, Sitzkissen-Anker, das war 20 Euro, also das war schon ein bisschen teurer, aber ich wollte es einfach mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt runtergesetzt war oder nicht bei dem Kissen, das weiß ich nicht. Und die Geschirrtücher zweiteilig waren 10 Euro, also ne, hier 1,5 Euro. Und Deko, Wandobjekt, Rettungsring, weiß-blau kam 20 Euro. Insgesamt habe ich jetzt für die ganzen Sachen 112,86 Euro bezahlt. Und gut verpackt, gute Qualität, also ist keine China-Ware. Nein. Das ist wirklich keine China-Ware, weil das kommt hier wirklich aus Hamburg. Jijido steht auch überall dran, ne? Ja. Ja. Schneider GmbH 2000 Hamburg, Germany, ne? Also ist wirklich deutsche. Okay, das soll natürlich sein. Nee. Nee, auch aus Hamburg. Ja, nee. Und, also, aber normalerweise müsste ja dran stehen, dann Made in und so weiter. Aber ja, Made in Germany steht da. Ja, Made in Germany. Also deutsche Wertarbeit. Ja, also ist nichts mit. So, war ich ja nun am Auspacken und Ille. Ich sage nicht, von wem soll denn das sein? Wer soll sich denn so für mich in Unkosten geworfen haben? Das habe ich dir. Ich sage, wir haben keinen Namenstag, wir haben keinen Geburtstag, wir haben keinen Jahrestag. Keinen Jahrestag und so weiter. Einfach so oder wie? Hat er gesagt, weil ich dich liebe. Ja. Genau. Meine Frau liebe, mein Schatz, die Brust. Und die kommt von Herzen. Und ich liebe dich. Ja, weiß ich doch. Das kommt von Herzen, weil ich ja weiß, dass du das magst. Ja, und dadurch, dass wir ja nun nicht mehr an die See fahren werden, wohl übel, möglich, vielleicht, weiß man nicht, hat sie mir das so als Ausgleich. Genau. Weil ja, du warst ja schon lange nicht mehr in der Nordsee. Du magst ja die Nordsee. Ich mag die Nordsee. Ich mag die Ostsee, mag ich auch, aber die Nordsee ist ein bisschen mehr Leben drin. Die Ostsee ist ein bisschen sehr ruhiges Gewässer, sag mal. Kann auch etwas unruhig sein, aber ruhiger ist die Ostsee als die Nordsee. Ja. Ach, da habe ich meiner Frau wirklich, da war sie platt, ne? Ja. Also die Muckelchen liegt dir auch. Muckelchen. Mag den Schiffen, wa? Ein Schiff wird kommen, irgendwann. Ja, da war sie platt. Endlich habe ich meine Frau mal platt gekriegt. Ja, mir fehlten die Worte. Und da kann ich mir eigentlich gut vorstellen, die weiße Wand dort, der Leuchtturm. Ja, ich muss ja mal sehen, weil ich den Leuchtturm. Da muss ich so richtig so. Ja, das im Sommer nicht mehr. Also das ist. Ja, da muss ich auch meinen Tisch wieder hochholen. Ja. Wo ich ihn dann lagere. Die Lampe ist echt schön, ne? Zeig nochmal die Lampe, die ist echt. Die ist wirklich wunderschön. Wir brauchen noch ein Samtmehlmaus. Deswegen. Siehst du, wir sehen auch den Tatshirt. Das hat sie ja auch von mir, der Tatshirt. Die schöne Lampe. Für Samtmehlmaus. Halt mal rein. So. Natürlich kann man mich, muss man nicht sehen, dich soll man sehen. Ja, haben wir die Mitte. Ja. Genau. Ja. Oh, wenn ihr piept. Fünf Stunden vorbei. So. Wollt ihr mal die Leuchten sehen? Ja, mach doch. Hier hinten? Ja. Hältst du sie? Ich halte sie fest. Ich halte den Anker fest. Setz den Anker! Wie sie sich freut, war. Freut sich wirklich, mein Schatzi Maus. Hat sie sich verdient, ja, wirklich. Und durchspring mal und mach mal. Guck mal, ja. Musst du mal das große Licht ausmachen, dann sieht man vielleicht ein bisschen besser. Mach mal. Mach mal hier so ein bisschen. Mach noch mal ein bisschen runter. Ja. Mach noch mal ein bisschen dunkel. Fall nicht in, mein Kind. Guck mal. Ja, sieht doch schön aus. Hm? Guck mal hier.
Sieht jetzt schön aus. Ja. Das sieht schön aus, mein Schatz. Ja. Mach mal, tu mal. Das sieht gut aus. So, ist der mal so süß. Und die leuchten auch. Pass mal auf, sag mal, halt mal eins hoch. Das Schiffchen. Ja, aber dann muss es ja. Mach mal aus. Ja. Da. So, da leuchten die Schiffchen. Ne? Ja. Ja, super. Ja, ihr Lieben. Bei diesem schummrigen Licht verabschieden wir uns. Mit diesem schummrigen Licht verabschieden wir uns. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat, dass die Omi euch das gezeigt hat, was sie schön hat von mir bekommen. Wir möchten niemanden damit neidisch machen oder wie auch immer, sondern einfach nur die Freude mit euch teilen. Ne? Also nicht, dass sich jetzt jemand getriggert fühlt. Muss er nicht, ne? Wir möchten nicht angeben und nicht irgendwie so, sondern einfach nur die Freude mit euch teilen, wie Omi sich dabei gefreut hat über diese schönen Sachen. Und die hat sich verdient, weil die Omi ist echt eine Bring-mal-mach-mal-Frau, ne? Wisst ihr ja, ne? Und deswegen muss man sie auch mal belohnen. Sie ist wirklich, ich bin wirklich dankbar. Mach mal nochmal Licht an, Schatzi, jetzt, sonst ja. Sehen wir so verkrisselt aus. Ja. Genau. Und ja, nochmal hoch. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich sie habe. Und ja. Und wie sagt man, kleine Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaft oder so ähnlich. Ja, aber bei uns ist es der Liebe. Wollte ich sagen, bei uns ist es ja mehr als Freundschaft. Ja. Es ist auch Freundschaft. Aber es ist auch Freundschaft, aber es ist Liebe. Und deswegen, ja. Weil ich dankbar bin und gerade überlegt, dankbar, da vorne dass sie, unter den Leuchtturm. Ja, oder so. Dankbar, dass ich sie habe, dass sie mich so unterstützt. Na, Schatzi Maus? Und deswegen eine kleine Aufmerksamkeit von mir für dich, mein Schatz. Und mit diesen letzten Worten verabschieden wir uns aus diesem Video. Kurz und knapp. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Aber natürlich. Sagen, ne? Und was sagen wir dann? Immer wieder gerne. Tschüss. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ja. Mach mal aus. Jetzt mache ich es auch mal richtig aus. Genau. Richtig aus. Richtig aus. Mach ich das Maus. So, jetzt.